Hängende Köpfe bei Austria Klagenfurt. Trotz des 6:1-Siegs gegen Innsbruck sind die Kärntner nicht in der Bundesliga. Doch es gibt auch Trost für eine königliche Leistung vom Landeskaiser. Ja, liebe Freunde, es sollte nicht sein. Aber ihr habt gezeigt, die Mannschaft, die Funktionärinnen und Funktionäre und wir, die mit euch mitgefiebert haben, dass wir eigentlich für die höchste Spielklasse reif sind. Eigentlich. Doch weniger reif hat sich zeitgleich der Floridsdorfer AC gezeigt, der sich von Klagenfurt-Konkurrent Ried mit 0:9 hat abschießen lassen. Ein Kegelergebnis, das an Valencia 1999 erinnert. Und ein zumindest kurioses Endresultat. Klagenfurt kündigt jetzt Protest an. Clubgesellschafter Zeljko Karajica spricht gar von einer Farce und Schande. Neben dem 0:9 des FAC Wien in Ried stört die Klagenfurter vor allem das bisherige Schweigen der Bundesliga. Ich habe kein einziges Statement der Liga gehört, dass die gesagt haben, wir untersuchen das. Nichts, gar nichts. Wenn die glauben, dass das Leben am Montag normal weitergeht, dann täuschen sie sich. Die können sich sicher sein, dass wir alle Möglichkeiten, die uns offen stehen, ausschöpfen. Das geht so nicht, ärgert sich der Gesellschafter. Man werde die Liga auffordern, den ganzen Vorgang zu untersuchen. Und Karadzic weiter: Spätestens morgen werden wir loslegen. Es kann ja nicht sein, dass der FAC in 2 Wochen wieder einmal mit der Vorbereitung anfängt. Wir wollen eine Aufarbeitung haben. Der FAC war am Freitag bei weitem nicht in Bestbesetzung angetreten. Spieler sollen sich laut den Klagenfurtern bereits im Urlaub befunden und Fotos davon gepostet haben. Die Rieder Wikinger sind nach dem Schützenfest jedenfalls wieder in der Bundesliga. Die Freude bei den stimmgewaltigen Oberösterreichern ist auch hörbar, wie beim Queen Evergreen We Are The Champions zu hören ist. Doch das letzte Wort in der Aufstiegskausa ist wohl noch nicht gesprochen. We are